Was ist eigentlich Social Software? Das ist Peter. Jeden Tag ist er sozial bei der Arbeit. Peter kommuniziert mit seiner Kollegin Lisa und diskutiert mit seinem Chef. Gemeinsam treffen sie Entscheidungen und halten so das Unternehmen am Laufen. Leider funktioniert das nicht immer persönlich. Lisa ist im Homeoffice und der Chef ist in häuslicher Quarantäne. Peter kann nicht mehr effizient arbeiten. Hier kommt die Social Software ins Spiel. Unter Social Software versteht man Software, welche die Interaktion, Kommunikation und Kooperation zwischen Kollegen über das Internet ermöglichen. Okay, also E-Mail? Ja, aber es gibt auch noch ein paar modernere Lösungen. Im Folgenden ein paar Beispiele. Gemeinschaftliches Indexieren oder auch Social Tagging. Hierbei gibt Peter den Inhalten verschiedene Schlagwörter, damit Lisa diese im Nachgang einfach finden kann. Kollaboratives Schreiben. Hierbei erstellen mehrere Personen in Zusammenarbeit Texte. Peter und Lisa können also gemeinsam an einem Dokument arbeiten. Durch eine Versionierung wird sichtbar, wer wann welche Änderung gemacht hat. Der mehrfache E-Mail-Versand von dem gleichen Dokument in unterschiedlichen Ständen wird überflüssig. Virtuelle Welt. Da sich Peter und Lisa nicht in der realen Welt treffen können, verabreden die beiden sich in der virtuellen Welt. Peter und Lisa haben eigenen Avatare und können so miteinander interagieren. Ähnlich wie bei dem Computerspiel Die Sims. Webforum. Hierbei handelt es sich um einen virtuellen Marktplatz zum Austausch und zur Archivierung von Gedanken, Meinungen und Erfahrungen. Die Kommunikation erfolgt asynchron. Dies bedeutet, dass ein Beitrag nicht sofort, sondern zeitversetzt beantwortet wird. Falls der Chef mal wieder nachts einen Einfall hat, kann er eine Frage stellen, welche am nächsten Tag von Lisa oder Peter beantwortet werden kann. Wiki. Ziel des Wikis ist es, Wissen gemeinschaftlich zu sammeln und in verständlicher Form zu dokumentieren. Durch kollaboratives Schreiben werden die Inhalte durch eine Vielzahl an Autoren erstellt. Hierbei wird das implizite Wissen eines Mitarbeiters zu explizitem Unternehmenswissen. So kann Peter einen Prozessablauf detailliert beschreiben, welcher dann bei Bedarf von seinem Chef nachvollzogen werden kann. Zusammenfassend ist Social Software eine Gruppe von Tools, welche zur Kommunikation und der Zusammenarbeit dient. Mithilfe der Tools kann selbstorganisiert über das Internet eine Gemeinschaft aufgebaut und gepflegt werden.